Ham-Tam-Tam, Schmürbröt, Ham-Tam-Tam, Schmürbröt, Ham-Tam-Tam, Ham-Tam. Ja, hallo meine Fuzzi-Bärchens und ping erstmal. Heute mal mit keinem Bier, sondern mit einem Spätburgunder. Genau, ein schöner, trockener Spätburgunder, weil heute wird mal richtig gekocht. Es kann ja nicht sein, dass man die ganze Zeit so eine Lieferando-Scheiße macht irgendwie. Nein, heute kochen wir mal richtig. Und was kochen wir? Wir kochen eine Regenbogenforelle. Genau. Habe ich hier schon schön vorbereitet, ein bisschen ausgenommen und so weiter und so fort. Ja, kann man auch beim Fischmann machen lassen. Muss man nicht selber machen, ne? Habe ich mich wieder selber verraten. Egal. Aber die kochen wir halt nicht. Die backen wir. Oder besser gesagt, wird das eine, ja, eine Zutat, die im Backofen gegart wird, ja. Und wenn man sich immer, ich muss mich immer so umdrehen, weil hier liegen die ganzen Zutaten schon bereit für euch. Hier könnt ihr auch sehen, in der zweiten Einstellung. Da braucht man gar nicht so viel für. Da braucht man tatsächlich Zitrone, ein bisschen Petersilie, Butter natürlich, weil wir wollen ja eine Zitronen-Butter-Soße machen. Ein bisschen Alufolie, ein bisschen Weizenmehl, damit die Soße so angerührt wird. Ein paar Erbschen, ein paar Pfifferlinge. Das kommt später, ne? Was macht man mit Pfifferlinge und Fisch? Werdet ihr sehen. So, und natürlich Reis, ne? Eine Beilage muss ja auch sein. Da gönnen wir uns dann so einen schönen Reis zu, mit der Soße überträufelt. Ihr werdet sehen, das wird eine Großartigkeit. Und jetzt schalte ich mal auf die andere Kamera um, dann könnt ihr mir beim Zubereiten zuschauen. Ich mache nochmal Ping und dann geht's los. So, nur aber, ne? Gehen wir mal hier hin und schaffen mal und werkeln mal. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Zitronen, Topf und so, das ganze Zeug räume ich hier mal aus der Seite, wie man auch schön gucken kann. Das kommt ja alles später erst, so, das brauchen wir auch nicht. Obwohl die Pfifferlinge, die brauchen wir jetzt schon einmal. Wo habe ich denn meinen Öffner hier? Eine Ewigkeit später. So, haben wir den auch gefunden, den schönen guten Dosenöffner. Das kriege ich immer nicht hin, ich muss mir echt mal einen neuen kaufen. Ne? Ich hatte mal so einen geilen, da war das so einfach mit dem Ding ist das eher so schwer. Aber wir kriegen das natürlich hin, ne? Wir kriegen das irgendwie auf und wenn wir einen Schnitt machen müssen oder in die Werbung gehen oder so, kriegen wir schon irgendwie geschissen. Jetzt geh hier rein, blödes Kack. So, jetzt aber, ne? Kann man schön sehen, ja, kann man sehen. So, jetzt machen wir das mal auf hier. Zapp, zapp, Fliegen freuen sich auch schon. So, Forelle könnt ihr auch schon sehen. Da schneiden wir den Kopf tatsächlich nicht ab. Das kann man ja später noch machen. Ne? Wenn das fertig ist, nehmen wir das hier im Ganzen. Dann haben wir ein Messer hier. Wir wollen es ja nicht schneiden. Weil geschnitten wird ja jetzt beim Dos, ne? Und nicht mehr hier. Obwohl, wir müssen heute doch noch was schneiden. Wir müssen die Zitrone schneiden. So, jetzt haben wir hier die schön die Pfifferlinge. Da gießen wir mal eben das Wasser ab. Das könnt ihr jetzt vielleicht gut sehen, aber hören. So. So, Wasser abgegossen. So, hier brauchen wir natürlich Alufolie, ne, weil das soll ja hier schön im Backofen auf die Alufolie drauf, damit es da keine Sauerei gibt. Jetzt habe ich natürlich die Kamera direkt vor den Backofen gestellt. Ne? Ich bin auch ein Heinz. Ja, wie kriege ich denn das jetzt weg? Jetzt müssen wir doch Cut machen, weil ich die Scheißkamera erstmal aus dem Weg räumen muss. Meine Güte. Einmal mit Profis, ne? Einmal ein professionelles Video. Muss ich mir erstmal wieder runterbringen und ein bisschen Burgunder trinken. 20 Minuten später. Chaos im Sultanhaus. So, wir brauchen ein bisschen Backpapier. Nehmen wir uns natürlich raus. Natürlich wieder kein Zugschnitt in diesem Haus, ne? Was ist denn hier los? Wofür das Backpapier? Seid euch gleich, ein bisschen laut. Das Backpapier brauchen wir, weil es könnte ja sein, dass da trotzdem Feuchtigkeit austritt und um das zu vermeiden und den schön den Backofen komplett zu versauen, machen wir das dann halt drunter. Man könnte natürlich auch so einen Einschub nehmen, aber ich mache mal gerne auf den Rost, weil wenn man das auf Umluft macht, dann wird das einfach auch geiler. So, was ist denn das hier für eine Scheiße schon wieder mit der Scheiße, weißt du, immer nicht vorbereitet, weißt du, Bioleck wird nicht mehr aus mir, das sage ich euch so. So, Alufolie. Breiten wir mal aus. Muss ja auch schön groß sein. Schön viel nehmen. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Weil, das haben wir schon bei Mama gelernt.
viel hilft viel, ne? So, legen wir die schöne Forelle hier mal, glitschig, hier in die Mitte, ne? Könnt ihr sehen, ist ja ausgenommen. Jetzt nehmen wir die einfach die Pfifferlinge, greifen wir einfach rein. Hier werden wir uns die Hände gewaschen, von daher kann da gar nichts schief gehen. Die packen wir hier unten so rein, schön, ja, schön verteilen, muss man ja nicht so viele nehmen, ne? Man kann die Dose ja, man kann ja später noch ein bisschen was damit machen, was anderes machen. So, Pfifferlinge. Gehe ich mal im Händewaschen, ne? Weil die sehen wieder so aus, als wenn man, naja, sag ich jetzt lieber nicht. So, Hände waschen. Ja, und jetzt kommt natürlich der Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Gorminister schneidet mal wieder. Ne? Mit einem schönen Schneidemesser kann man das von hier auch sehen. Ja, ne? Man kann das ganz gut sehen, oder? Ja, das sollte man sehen können. Ist ja auch keine Zauberei, ne? Wir brauchen Zitronenscheiben. Könnt ihr dick machen oder könnt ihr dünn machen, je nachdem, wie zitronig das für euch werden soll. Das ist ja jedem selber überlassen. So, dann hat man hier schön die Zitronenscheiben, ne? Die legt man dann einfach so da drauf. Zack, zack. So, Pfifferlinge weg. Und jetzt, ganz einfacher Trick. Das sind hier oben noch. Ne? Bisschen Salz einfach da drauf. Salz. Das muss ja auch ein bisschen schmecken wie aus der Tiefsee. Und dann wickelt man das hier einfach schön ein. So. Die gute Junge. Rein da. So. Genau. Die verkleben. Einmal umgedreht. Ein schönes, wie so ein Baguette von D'Angelo sieht das aus, dann packt man das einfach in den Ofen rein. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen. Egal, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Zweite Schiene. Eigentlich hätte ich den jetzt schon vorheizen müssen, das habe ich natürlich vergessen. Macht man auf Umluft schön. Kann man das noch sehen hier? Ja, machen wir Umluft hier, zack. Und machen wir mal so 220 Grad und das chillt er jetzt erstmal. Das chillt er auch eine ganze Weile, da muss man mal nachgucken, wie es so aussieht und so weiter. In der Zwischenzeit kann man sich den Spätburgunder gönnen und den Rest, mit dem brauchen wir noch gar nicht anfangen, weil das dauert jetzt bestimmt eine Stunde bis anderthalb, zwei Stunden vielleicht sogar, also ne, schön vorsichtig sein. Ich sage euch dann gleich nochmal, wie lange es wirklich gedauert hat. Und dann bereiten wir halt den Reis zu und die, was habe ich gesagt, ja, Butter-Zitronensoße. Ja? Das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Zitronig, butterig, das passt immer zu Fisch, das kann man immer essen. Und Reis ja so und so. Ne? Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn da schon so ein bisschen geköchelt ist, dann kümmern wir uns da um die Zitronensoße und den Reis. Der Reis ist ja wirklich ganz einfach, einfach ein... Hier so ein, wie heißt es mal, hier so ein Kochbeutel Reis, zack, reingeschmissen und dann 10, 15 Minuten ist das auch gut so. Also bis gleich, ne, wenn es weitergeht. Zwei Stunden später. So, ungefähr, ja, zwei Stunden später tatsächlich köchelt das immer noch so ein bisschen. Ich lasse das doch mal da drin, aber jetzt mache ich schon mal die anderen Vorbereitungen, ne. Schöne Reis und die Mehlschwitze für die Buttersoße und so. Die Flasche ist schon fast leer. Schon ein bisschen getrunken, ne? Wir schalten wieder auf die andere Kamera um. Dann könnt ihr mal beim Zubereiten zuschauen, ne? So, brauchen wir erstmal natürlich Wasser. Weil, ja, so eine Mehlschwitze, das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Da braucht man gar nicht so viel für. Da brauchen wir hier ein bisschen Wasser. Und Mehl natürlich. Kriegen wir das denn jetzt hier auf? Kann ich das ganze Mehl hier in der Küche verteilen? Sieht das wieder aus wie in Kolumbien? Das wollen wir nicht. So. Machen wir jetzt vorsichtig hier, ne? Machen wir mal schön rein hier. Pop. Kann man dann ja auch mit Wasser noch wieder strecken, wenn es zu viel ist. Das ist gar nicht so schlimm. Rührt man das hier um. Macht dann schön. Dass der schön auflöst. Ne? Klümpchen brauchen wir nicht, deswegen haken wir das durch. Ich habe jetzt leider keinen. Eigentlich wollte ich so ein Schneebesen oder sowas, ne? Das macht hier mal später. Kochen ist eine schwierige Angelegenheit. Also was heißt schwierige Angelegenheit? Eine langwierige Angelegenheit. Wenn man es gut und richtig machen will,
dann braucht man natürlich ein bisschen Zeit dafür. Schalten wir das hier auch mal an, dass hier schön geköchelt wird. Wenn das dann kocht, dann haben wir hier natürlich Butter und von der Butter brauchen wir jede Menge, ne? Also weil soll ja Buttersoße werden. Das so. Dann kann man aber schon mal hier ein bisschen Zitronensaft hinzugeben. Einfach hier Zitrone nehmen und ein bisschen ausdrücken. So, rein damit. So, nicht so viel. Soll ja auch nicht zu zitronig werden, weil in dem Fisch ist ja auch schon Zitrone drin. Was tun hier? Da ist das schöne Zitronenaroma schon mal. Und wenn man ganz mutig ist, leckt man seine Finger ab, weil das so schön nach Zitrone schmeckt. Und danach machen wir nochmal den Burgunder drauf. Dann haben wir hier schon mal das Wasser heiß gemacht. Oder wird jetzt gerade heiß für den Reis. Wo haben wir den? Da haben wir den Reis. Einfach einen Kochbeutel. Kochbeutelreis. Ja, man könnte jetzt natürlich auch einfach Reis reinkippen, so was Marti-Reis oder irgendwas, das würde auch gehen, aber Kochbeutel ist einfach, ist safe, dann da kann da nichts bei passieren. Ja, und dann könnten wir eigentlich schon eine Folge Gorminister wartet drehen, weil jetzt muss ich warten, bis das Wasser heiß ist. Ne? Aber das machen wir demnächst vielleicht nochmal irgendwie Gorminister wartet, bis das Wasser kocht oder so. Oh, Pingerlingerling, hier muss man saufen dabei. So ein richtiger Chefkoch, der hat halt immer einen Wein in der Hand. Ne? Und weil wir kein Weinglas haben, nehmen wir da einfach ein Bierglas. So. Ich höre, es tut sich was in den Kochtöpfen. Ja, da kocht schon irgendwas. Oh ja, 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 ja. Oh, jetzt haben wir natürlich ein bisschen zu viel Mehl. Das, was wir am Anfang gesagt haben, da brauchen wir, das ist natürlich sehr matschig, da brauchen wir natürlich hier mehr Wasser rein. So. So. Oh, guck mal, wie es am Furzen ist. Ja, schön. Klümpchen wollen wir nicht, deswegen muss immer schön gedrückt werden. Damit sich das Mehl auch hier verteilt. So, jetzt nimmt das mal langsam Form an. Ne? So, und weil das ja jetzt auch schon warm ist, haben wir hier die schöne, gute deutsche Markenbutter. Die nehmen wir hier raus. So, kann man es ja sehen. Wir haben hier Butter, Butter. Und da darf man auch wirklich nicht zimperlich sein. Ne? Da habe ich mir heute extra einen Pfund geholt. Machen wir mal so ein. Oh, zwei Drittel. Einfach Butter rein. Zack. Das ist auch gut. So viel Butter, ne? Das ist auch immer gut hier für Kalorien, ne? Und Cholesterin und so. Aber ist ja egal. Da fahren wir den Burgunder, damit wir das so ein bisschen anders machen. Die Pinger, Pinger, Pinger. Oh, die löst sich da bestimmt gleich schon schön auf. Die matschen wir da einfach rein. Der Reis anzukochen. Ich bin ganz wichtig, ich bin ja auch so ein Typ, ne? Ich bin ja so ein Pfefferliebhaber. Ich koche immer gerne mit Pfeffer. So habt ihr meinen Vorratsschrank da auch mal gesehen. Zack. Pfeffer, ein bisschen rein. Ja, schön. Fürs Odeur. Sollte man eigentlich später reinmachen, weil Pfeffer verkocht auch immer sehr leicht, aber das machen wir heute mal nicht. Das sieht doch soßig aus. Das kann man mal mit einem Test hier. Irgendwas fehlt noch? Richtig, mehr Butter. Mehr Butter. Ja, wir wollen ja Buttersoße machen. Das haben wir eben schon gesagt. So, machen wir nochmal hier so einen Hub da rein. Zack. Wollen wir noch ein bisschen mehr Geschmack rankriegen? Was haben wir denn hier Schönes? Was hier? Ja, das lassen wir lieber sein. Das ist nicht so gut. Wir machen es einfach. Ach, komm, warum nicht? Wir machen ein bisschen scharf auch rein hier. Bisschen Chiliflocken rein. Aber nicht zu viel, ne? Nicht zu viel Chiliflocken, weil sonst brennt es zweimal. Das wollen wir auch nicht. Und weil ich ja so ein faules Schwein bin, ja, weil ich ja ein richtig faules Schwein bin, mache ich die Beilage, das sind nämlich Erbschen. Gibt es hier schöne, wo muss er? Da. So junge Gemüseerbschen, ja, müsste man sich eigentlich auch vom Markt holen, richtige Erbsen und das dann schön machen. Die machen wir einfach mal in die Mikrowelle warm. So, ne? Aber später, später, später. Erstmal vorbereiten noch. Schön meine SpongeBob-Schüssel. Und die Erbsen auf hier. Ja. Das Wasser gießen wir mal eben ab. Ich packe das hier rein. So, na komm. Weg ab in den Müll. So, und damit die Erbsen auch
dem ganzen anderen gerecht werden, kommt da auch nochmal so ein Eckchen Butter reingeschissen. So eine schöne Buttererbsen. Heute ist sehr butterig der ganze Tag. Ne? Ja, guck mal hier. Die Soße macht sich schon richtig gut hier. Könnt ihr sehen. Ja, wie gesagt, ich habe halt Weizen genommen. Ich hätte Vollkornmehl genommen. Ich hätte Weizenmehl nehmen sollen. Naja, irgendwas fehlt mir da noch. Irgendwas muss da noch rein. Ja klar, Salz. Und das Salz. Na, hier, Salz muss da rein. Natürlich. Brauchen wir nicht sparen. Salz ist ja auch gesund. Ich glaube auch noch ein bisschen mehr Pfeffer. Ne? Ein bisschen mehr Pfeffer können wir noch rein. Ist das Pfeffer? Ist der Pfeffer schon wieder alle hier? Also hier im Haushalt, in des Gourmet-Ministers Haushalt wird sehr viel Pfeffer genommen. Hier der schöne schwarz-weiß geschrotete. Der ist auf jeden Fall sehr dienlich für das Ganze. Holen wir das mal um. Und weil wir so drauf sind und voll die Pfeffernasen sind, habe ich hier noch was Spezielles. Da müssen wir hier einen Kühlschrank. Ah, da muss es. So. Da haben wir nämlich schöne Pfefferkörner hier. Ne? Seht ihr, kann man das hier sehen? Ja, hier, schön. Grüne Pfefferkörner. Die sind auch sehr geil, kann ich sehr empfehlen. Offen ist die Laube. Ordentlich sparsam sein. Ordentlich Pfeffer rein. Ne? Zack, zack, zack. Darf nicht zimperlich sein mit. Ja, das riecht dann schon gut, ja. So ein bisschen von dem Pfefferwasser, Pfefferkornwasser da rein. Also wenn ihr das jetzt riechen könntet, ne? Wenn ihr das riechen könntet, ach Jungs und Mädels, Freunde der Braukunst, das riecht so gut. Die stellen wir mir hier an die Seite, damit das nicht schief geht. Das Messer streichen wir nochmal ab hier. Wollen wir nichts verschwenden. Können wir nämlich den Reis mal mit testen, ne? Ob der vielleicht schon in Fahrt kommt. Ja. Haben wir hier natürlich auch noch Salz rein. So, jetzt könnten wir natürlich, ich glaube, das machen wir auch einfach. Das wäre jetzt eine Neuerfindung von mir sozusagen. Wir machen einfach mit der Buttersoße, wir schütten die restlichen Pfefferdinger da rein. Aha. Das wird hier oben. Nehmen wir einfach den Rest aus der Dose. Klatsch. Da rein, Dose weg. Müll. Und mischen wir die hier so unter. Dann haben wir eine schöne Pfeffer-Pfifferling-Buttersoße. Ja, natürlich jetzt sehr viel gemacht, aber die kann man ja morgen vielleicht noch irgendwie verwenden für, keine Ahnung, einfach so ein bisschen Reis. Dann wird der Geschmack hier nochmal richtig aufgewertet. Ah, hier, guck mal. Guck mal, ne? Das sieht doch gut aus. Das kann man machen. So, und während das köchelt, räumen wir hier mal hier die Schalen weg. Zitrone an der Seite. Ah, komm, noch ein bisschen Zitrone rein. Ne? Ja, komm. Das geht schon. So, was machen wir jetzt? Ja, genau, wir holen mal den Fisch raus. Ne? Wir gucken uns mal den Fisch an, wie der denn so geworden ist. Eine Sekunde zeige ich euch gleich. Heiß. Machen wir hier den Ofen schon mal aus. Den brauchen wir heute nicht mehr. Könnt ihr das hier sehen? Hier ist die Forelle. Ja, ich versuche das mal ran zu zoomen, aber egal. Ist schon umgedreht. Ja, hat sich festgeklebt. Packen wir das Geschissen mal aus. Ah, es ist heiß. Es ist so heiß. Ja, da müssen wir uns ein bisschen abkühlen, ne? Mit Burgunder. Klingelingeling. Wir haben aber noch ein bisschen hier. In der Hütte. Dann machen wir hier die Flasche auch mal leer hier, komm. Einfach voll da den Hupen. Egal. Klingelingeling. Jetzt müssen wir das dann nur irgendwie rausschälen. Später. Ja, super. Das sieht ja wirklich ausgezeichnet aus. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Schön. Ist doch, dieser Fischgeruch. Jungs und Mädels, Freunde der Braukunst. Dieser Fischgeruch. Der macht mich Wahnsinn. Das könnt ihr sehen hier, das ist schön durch. Ne? Komm, wir naschen schon mal.
Mhm. Oh, ein Traum. Oh, schmeckt das geil. Die ganze Scheißfolie ist ein bisschen... Ja, da hätte ich vielleicht mal auch ein bisschen Butter drauf machen müssen, ne? Damit er nicht so anbiegt. Aber naja. Ja, den Kopf, hier, den Kopf, den schneiden wir ab. Könnt ihr sehen hier. Nö, 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 nö. Ja, aber den Kopf, den brauchen wir nicht. Den weiß ich nicht, in manchen Ländern ist das sicherlich eine Delikatesse, aber... Fischköppe. Wir hätten es vielleicht auch mit Butter oder Öl bestreichen sollen, ne? So, mit Butter und Öl bestreichen, dann kann dann nämlich nicht ankleben. Habe ich aber nicht nachgedacht. Ihr seid bestimmt schlauer und ihr müsst auch schlauer sein. Folie vorher ein bisschen einölen, ne? Damit das nicht passiert. Sieht es wieder aus, ne? Wenn ich koche, dann mache ich auch, dann mache ich auch keine Gefangene. So, haben wir hier noch schön Petersilie. Nimmt man so ein bisschen, dröselt das da so drauf. Fein, fein, fein. So, boah, ist das heiß hier drin. So. Ach ja, die Soße umrühren. Eieieiei, wenn man die Soße nicht umrührt, ne, dann macht sie sich selbstständig und wird ein ganz anderes Butter gehen. So. Den Rest seht ihr jetzt nicht. Hier habe ich die Erbschen vorbereitet mit der Butter. Die packen wir jetzt einfach in die Mikrowelle. Hier an der Seite steht die Mikrowelle. Kann man hier, ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr wisst ja, hört man gleich, ne, wie es losgeht. So, zack, rein da. Rein damit, rein mit dem Senf da, so zack, auf eine Minute stellen wir Pingelingeling und währenddessen können wir den Reis rausholen. Ah, wie schön fischig das hier riecht, ne? Kennt der eine oder andere oder die eine oder andere von euch vielleicht? So, Reis rausholen, erstmal hier Wasser weg. Hier machen wir aus. Das machen wir auch. Au! Wo ist das Hand? Ah, das ist ja vom Ofen, ja. Ah! Das macht fucking hell. So, dann lassen wir den Ofen mal ein bisschen auskühlen. Nehmen wir den Reis hier raus. Lass mal sehen. Ja, hier. Ah, hier, ja. Hier ist der Reis. Den legen wir einfach mit dem Beutel auf den Teller. Das sieht zwar nicht so schön aus, das macht aber nichts. Da schneiden wir den aber auf. Ab. Schneidi, Schniedelwutz. So. Und heben wir das an. Und träufeln den Reis da drauf. Oh, eine ordentliche Portion habe ich mal wieder gemacht, ne? Wisst ihr, wenn ein Minister kocht, nur für sich, dann macht er trotzdem immer viel zu viel. Andere Leute könnten da jetzt auch noch mitessen. Naja, egal. So, richten wir das mal schön an, damit ihr das Endergebnis sehen könnt. Oh, Gabel. Mit der Gabel schieben wir das hier alles mal so ein bisschen so zurecht. So. Und jetzt Topf weg. Schieben das mal hier ein bisschen hin. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ihr werdet euer Bild schon machen können. Ne? So, haha, die Erbsen sind auch fertig, on point. So, hier die Soße natürlich, viel zu viel gemacht. So, einfach mit der Schöpfkelle rein. Dann einmal hier schön über den Reis drüber, ne? Ja, genau. So, kann das auch weg. Die Erbschen brauchen wir noch, aber bevor die Erbschen kommen, ja, Pinguin, der Burgunder, ja, oh, mit Fisch und Okusi. So, nehmen wir die Erbschen, die kommen dann so an der Seite hier. Na komm. Schicken wir das mal drauf. Ja, das ist jetzt natürlich eine Festplatte, ne? Da liegt noch ein bisschen mehr. Wenn man sich das so anguckt, dann könnte das hier von Bud Spencer und Terence Hill sein. Ne? So, ja, damit war es das aber. Hier ist das fertige Gericht. Schönes Forellenfilet, ja, im Backofen gegart mit Pfifferlingen, einer schönen zitronigen Buttersoße und Reis. Ich meine, Leute, ne? Wir leben hier wie Gott in Frankreich. Pingelingeling. Und ihr kennt das ja. Gegessen wird immer alleine. Ich gucke jetzt noch Better Call Saul, die neue Staffel. Ist ja irgendwie draußen? Egal. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall was? Richtig. Abschalten. 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 Abschalten.